So, ein letztes Mal bei der lieben Anja dinieren, würde ich schon fast sagen, aber das ist ja sozusagen mein Reiseproviant, wenn es jetzt losgeht. Ja, zum Bahnhof Mitte, wo auch immer das hier in Dresden ist, aber meine App wird mir das schon sagen. Ich freue mich total, dass eine Golden Bowl wieder mal, werde ich auch zu Hause mal probieren, vor allem Kurkuma und Piperin drin. Und ja, wunderbar. Christian, ich wünsche dir eine gute Reise. Es war wunderschön, dass du da warst. Ach, schön. Und dir wünsche ich auch eine gute Reise, weil du bist ja auch weg. So, jetzt heißt es Bye Bye Dresden und Bye Bye Elbe. Das ist das letzte Mal, dass ich sozusagen jetzt hier in der Altstadt sehe. Meine Mitfahrgelegenheit kommt dann bald, wo ich dann jetzt sozusagen nach Chemnitz fahre. Ich schalte mal wieder um. Ja, also, es war sehr, sehr schön in Dresden, muss ich sagen. Also, ich habe von Dresden jetzt nicht so viel gesehen, weil ich mich halt vor allem regeneriert habe, meinem Rücken und vor allem dann meine Blase. Das war das Schlimmere von beiden. Der Rücken, den geht es auf jeden Fall schon wieder fast so gut wie vor der Reise. Das heißt, der regeneriert, kein Problem. Die Wanderung kann weitergehen und mit der Blase, ja, also ich habe noch nie gehört, dass wegen einer Blase man nicht weitergehen kann. Also von daher ist es auch nur eine Zeitfrage, bis die komplett verheilt. Die Frage wird vielmehr sein. Taucht die immer wieder an derselben Stelle auf? Kann ich immer nur 4 Tage laufen? Muss ich mein Pensum zurückschrauben? Das werden Fragen sein. Aber ja, mal gucken. Ich fühle mich auf jeden Fall total gut. Ich ja, bin jetzt sozusagen von Leipzig losgelaufen, laufe hier gerade durch Dresden und ja, habe einfach das Gefühl, echt zu leben. Ich habe viele nette Menschen kennengelernt, nicht nur Anja, sondern auch ein paar von Anjas Freunden. Dann lustige Begegnung gehabt in dem Alaun-Park, einen Zuschauer von mir getroffen und sehr interessantes Gespräch gehabt über, ja, über Drogen, über Pilze und so weiter. Ein Thema, ja, wie ihr ja alle wisst, ich habe da überhaupt noch keine Erfahrung, noch nicht mal mit Alkohol. Ja, und bin halt am Überlegen, wie weit ich da irgendwann mal Erfahrungen sammeln werde. Mir geht es um eine zentrale Fragestellung und die ist: Kann ich diese Erleuchtungserfahrung, die ich gemacht habe, kann ich diese mit irgendwelchen Substanzen, DMT oder mit Pilzen, kann ich diese sozusagen noch einmal machen? Darum geht es mir eigentlich. Einfach diese Frage möchte ich beantworten. Ich möchte einfach Klarheit darüber haben, ob eine Erleuchtungserfahrung tatsächlich reproduzierbar ist. Denn ich habe es nicht geschafft. Ich habe 4-mal in meinem Leben eine Erleuchtung, ein Erwachen oder wie auch immer das nennen wollt, wo man halt die Wahrheit erkennt, wo man zufrieden ist, wo der Tod plötzlich ja komplett entmystifiziert wird, wo alles gut ist. Und ich möchte gerne wissen, ob das auch möglich ist, das zu reproduzieren mit irgendwelchen ja, natürlichen Substanzen, also mit Gräsern oder mit Pilzen oder sonst was. Und wenn das so wäre, dann würde ich das halt einfach publizieren. Das ist halt einfach so Wissensdurst. Das ist einfach der Durst oder ja, einfach zu sagen und den Leuten, Menschen sagen zu können: Hey, was ihr dort erfahrt, das ist eine Erleuchtungserfahrung. So, und das wäre halt interessant. Ich bräuchte sie nicht. Es ist nicht so, dass meiner Meinung nach reicht eine Erleuchtungserfahrung aus, wenn man die entsprechend verarbeitet, um ja sein Leben entsprechend gestalten zu können, auch angstfrei. Aber es wäre halt total interessant. Und darüber haben wir gesprochen. Und ja, aber ich habe auch einen sehr großen Respekt davor, das muss ich auch sagen. Ja, steht jetzt zumindest aktuell nicht auf der Debatte. Aktuell ist halt tatsächlich die körperliche Belastbarkeit meines Körpers ein bisschen zu testen und die Zuschauer kennenzulernen. Ja, und all die Erfahrungen aufzunehmen, die ich bisher nicht gemacht habe. Indem ich einfach wirklich nur loslaufe, ohne Ziel. Ja, und einfach mich frei fühle. Und das funktioniert zurzeit sehr gut. Ich bin echt total zufrieden bis zu der Stelle und selbst wenn jetzt irgendwas passieren sollte oder sowas, ich kann sagen, war alles komplett wert, all die Gedanken, die man sich gemacht hat. Und ja, das an der Stelle einfach nur mal so gesagt, sollte es wieder schlimmere Momente geben oder Momente, wo es ja, vielleicht schmerzhaft wird oder andere Sachen, dass ich weiß, es hat sich gelohnt, egal was kommen wird. Dann an dieser Stelle, ich bin jetzt ja, ungefähr, wie gesagt, 5 Kilometer gelaufen. Ich gehe jetzt gleich zu meiner Mitfahrgelegenheit, das sind jetzt noch 1/2 Kilometer und fahre dann nach Chemnitz. Dort laufe ich zu Decathlon, um mir halt mein Equipment neu zu kaufen, was alles kaputt gegangen ist. Deswegen bin ich auch recht leicht unterwegs, wie so eine Feder. Und ja, und das werde ich euch dann zeigen, was ich gekauft habe. Und dann werde ich bei weiterer Zuschauerin übernachten, eine schöne Zeit mit ihr haben und dann morgen in die Eifel fahren.
und dort am Rohkostcamp teilnehmen. Und dort weiß ich nicht, das ist mitten in der Eifel, wie weit ich da wandern werde. Ich glaube, ich werde wandern, weil ich möchte das beibehalten. Ich merke, dass es tut unheimlich gut, jeden Tag in Bewegung zu sein. Und man kann ja auch sich unterhalten beim Wandern. Also ich denke da, dass ich da nicht die ganze Zeit irgendwie am Zelt sitzen werde, sondern dass ich da ein paar Touren machen werde und nette Leute kennenlernen werde. Wieder sehr, sehr viele. Ja, und dann werde ich weiterlaufen in der Eifel. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung, aber das werde ich dann erfahren. So viel zum aktuellen Zeitpunkt. Und ja, das war's. Mit BlaBlaCar gefahren oder will fahren. Und ja, 11.40 Uhr war Abfahrt und jetzt ist es 11.50 Uhr. 10 Minuten und keiner ist da. Ziemliche Scheiße. Erst mal mit BlaBlaCar. Mal abwarten. Vielleicht wendet sich ja alles noch zum Guten. So, ich bin jetzt hier angekommen. In Chemnitz wurde hier rausgeworfen von dem BlaBlaCar-Mann. War eine sehr, sehr angenehme Fahrt. Wir haben, es war ein bekennender Christ und wir haben über ja, das Ich geredet. Und war sehr, sehr anregend. Hätte ich nicht gedacht, dass man einfach in so ein normales Auto geht und dann eine sehr, sehr tiefgründige Diskussion geführt haben. Und tatsächlich auch Diskussion. Der Christ hat immer noch so ein bisschen ein Problem mit der Ansicht, dass wir Gott sind, dass wir alles eins sind. Was sich daraus ableiten lässt, das sieht er eigentlich genauso, aber er hat trotzdem ein Problem zu sagen, ich bin Gott. Und da wird eigentlich auch so ein bisschen ja, ersichtlich, dass es da ziemlich ja, so eine Art von Begrenzung ist, wenn man sich von Worten abschrecken lässt, wenn man weiß, dass man dasselbe meint, nur weil man nicht Gott sein darf. Ne? Das ist ein Dogma. Ich darf mich nicht Gott nennen. Ich bin nicht Gott. So, und ja, aber es war trotzdem sehr anregend und sehr sympathisch. Jedenfalls war er und ja, hat Spaß gemacht, mit BlaBlaCar zu fahren. Und ja, relativ preiswert für 5 Euro. Jetzt hier zwischen zwei Großstädten hin und her gefahren. Also, das war meine erste Fahrt mit BlaBlaCar. War echt cool. So, jetzt Chemnitz. Das heißt, ich werde 7 Kilometer laufen zu Decathlon und ja, mal sehen, vielleicht gibt es da zu filmen. Das ist mein neues Equipment. Ich brauche neues Equipment, das heißt, ich muss dort kaufen und ja, hoffentlich haben die alles da, was ich brauche. Ich brauche ein neues Tuch, weil das Tuch geht hier hoch und dann will ich noch eins bisschen runter für den Sommer und dann eben eine neue Isomatte, beziehungsweise ja, 2 Isomatten. Eine flache unten, so ein Schaumstoff und da drauf noch so eine aufblasbare Kinder-Isomatte, die ich halt für meine Schulter und für mein Becken nehme. Aber werde ich gleich berichten. Auf jeden Fall, ich bin angekommen in Chemnitz. Und Albin ist derweil auch in Dresden angekommen. So, wir sind hier ja am sogenannten Astronautenhut. Das haben Außerirdische hier abgesetzt. Das ist eine, also das war ehemalig ein Stück von einem Raumschiff von Aliens und das wurde jetzt untersucht und es ist top secret und das haben die hier verschleiert mit irgendwelchen bunten Zahlen, aber es ist auf jeden Fall Astronautenzeug, hat mir gerade jemand erzählt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das glauben soll. Auf jeden Fall sieht es schon sehr mystisch aus. So, das ist jetzt hier so Schlossteich in Chemnitz. Oh, was es hier noch gibt, eine Videothek. Das habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Das hieß aus einer anderen Zeit. Wie ich mit VHS-Kassetten, gut, hier steht DVDs rum verleih, aber krass, Videothek. Gibt's bei euch noch sowas? Schreibt's mal in die Kommentare. So, ein Stück DDR-Geschichte. Der Olle Karl Marx, Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Wer kennt diesen Spruch nicht als alter DDRler? Ja, Karl Marx, jetzt kennen wir's. Also wir sind jetzt so halb im Zentrum und so. Ist jetzt nicht so schlimm, aber ist auch nicht so toll. Irgendwie, die Stadt ist irgendwie so, bisher so, geht so an einem vorbei. Ja, kann man, das trifft gut. Die Straßenbahn hier, ey, die sind übelst fett, das Format. Hört euch mal an, das sieht aus wie so ein Bus. Krass. Das sind die Chemnitzer Straßenbahn scheinbar hier. Richtig, richtig fett. Hier seht ihr das versteinerte Holz von Chemnitz, eine Sehenswürdigkeit, die es, ja, die man mal gesehen hat. Schaut euch mal diesen geilen Baum an. Krasse Scheiße. Sehr geil. So, jetzt bin ich in Desathlon und teste Schlafsäcke.
So, und jetzt zum Abendbrot bei der lieben Jacqueline gibt's rustikalen Salat vom rustikalen Tisch. Und dazu gekannten Buchweizen. In Salat ist alles Mögliche drin, alles was der Kühlschrank noch hergibt. So, jetzt bin ich, wie gesagt, einige Kilometer wieder gewandert. Und ja, die Blase tut halt noch ein bisschen weh. Ich hoffe, dass sich das jetzt hier irgendwie verbessert. Weil ich habe den Eindruck, dass irgendwie eine neue Blase entsteht. Und mir tut das weh. Ah, es ist halt echt Sackgang. Ne? Woran ich gar nicht gedacht habe, ne? Hüfte, alles, Schulter, aber Blase ist halt scheint ein bisschen das Problem zu sein. Aber nun ja, dann ist es halt so. Auf jeden Fall Update Blase. Ja, und das Equipment, das habe ich euch versprochen, dass ich euch das zeige, habe ich aber leider an dem Tag vergessen. Das werde ich morgen nachholen und sagen, was ich mal gekauft habe. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder mit der Fahrt nach Euskirchen.